Und wir steigen ein mit der Unterscheidung zweier in der Pädagogik ganz zentraler Begriffe. Nämlich, wenn Sie die Medien mal einklammern, dann sind wir bei dem Begriff der Sozialisation auf der einen Seite und bei der Erziehung auf der anderen Seite. Und da können wir zunächst mal sagen, Sozialisation, darüber hatten wir uns ja schon in der zweiten Sitzung unterhalten, ein bisschen genauer, aber nochmal zur Erinnerung, bezeichnet wie im Rahmen, also bezeichnet die Interaktion zwischen Individuum und Umwelt. Untergebrochen. Ausgehend davon, dass die Gesellschaft das Individuum prägt, aber eben erinnern Sie sich an die Wechselwirkung, dass immer natürlich auch Individuen Gesellschaft beeinflussen und damit entsprechend jedes Individuum auch die Gesellschaft potenziell zumindest prägen kann. Also im Gegenzug zu der eher ungesteuerten Wechselwirkung von Umwelt und Individuum steht jetzt die Erziehung im Gegensatz dazu als absichtsvolle, als zielgerichtete, als intentionelle Handlung. In der Regel sagt man dann von einem erfahrenen Erzieher, von einer erfahrenen Erzieherin. Und auch da haben wir uns mal, erinnern Sie sich, kurz darüber unterhalten, was eigentlich im Erziehungsbegriff drinsteckt, nicht so sympathisch, nämlich wenn der Erfahrene den Zögling irgendwo hinzieht. Tatsächlich keine so angenehme Vorstellung, erzogen zu werden, weswegen tatsächlich dieser Begriff nicht für Erwachsene angewendet wird, gerade zum Beispiel auch im Bereich der Medienpädagogik, da nicht mehr von Medienerziehung gesprochen wird, indem man festgestellt hat, dass dass Medienkompetenz eine lebenslange Aufgabe geworden ist, sondern wir da lieber von Medienbildung sprechen. Hat natürlich auch was mit dem Erziehungsbegriff zu tun. Es gibt aber eine Zielgruppe, klassische Zielgruppe der Pädagogik, natürlich dann in dem Moment auch der Medienpädagogik, die man durchaus erziehen darf, die man erziehen muss. Und natürlich, Sie wissen das, es geht um die Kinder, es geht um die Heranwachsenden und damit sozusagen auch um die Medienerziehung, vornehmlich in der Familie. Ob man in der Schule dann von Medienerziehung oder von Medienbildung spricht, das sei jedem, das glaube ich, hat eher was mit dem Pädagogikverständnis zu tun. Aber auch da erkennen Sie, dass man häufiger auch in der Schule von Medienbildung spricht als von Medienerziehung. In der Familie aber, also ist es relativ klar, dass dort erzogen werden soll und erzogen werden darf. Und damit ist die Erziehung ein Teilbereich der Sozialisation. Ich habe das hier versucht nochmal grafisch darzustellen. Also Sozialisation ist alles das, was passiert, jetzt mal salopp gesagt, und das, was intentional erfolgt. Von Seiten Lehrerinnen und Lehrern, von Seiten Eltern und so weiter. Und wir wechseln jetzt immer wieder ab zwischen Sozialisation und Erziehung, um sozusagen die beiden Begriffe ein bisschen trennscharfer zu bekommen. Das ist auch nochmal zur Erinnerung das vergleichsweise aktuelle Verständnis von Sozialisation, also Persönlichkeitsentwicklung erfolgt in Abhängigkeit aktiver Auseinandersetzung mit den sozialen und dinglichen materiellen Lebensbedingungen. Ist von 1980, aber tatsächlich noch so in der Form State of the Art für den Sozialisationsbegriff. Naja, und wenn wir uns über die sozialen und dinglich-materiellen Lebensbedingungen unterhalten, Sie erinnern sich an die gesellschaftlich-kulturelle Medienentwicklung, also wie unsere Welt aussieht, dann ist diese in hohem Maße medial geprägt. Das heißt also, wenn wir uns über soziale Lebensbedingungen und dinglich-materielle Lebensbedingungen unterhalten, sind in beiden Verhältnissen Medien relativ präsent. Und deswegen ist natürlich die Mediensozialisation, jetzt mit Betonung auf Mediensozialisation, ein ganz wesentlicher Faktor.
Also Lebensbedingungen sind durch Medien geprägt und die Auseinandersetzung findet mittels, in hohem Maße, mittels Medien statt. Ein paar Beispiele habe ich Ihnen ja in der letzten Veranstaltung genannt. Also man könnte es zusammenfassen, wenn wir uns mit Mediensozialisation befassen, dann können wir zunächst mal feststellen, Medien beeinflussen das Individuum, können aber gleichzeitig Orientierungshilfe sein. Zweiter Punkt, Medien spielen für die psychosoziale Entwicklung der Heranwachsenden eine Rolle, eine, würde ich sogar sagen, wichtige Rolle. Und dritter Punkt, Medien werden von Heranwachsenden dazu genutzt, Entwicklungsaufgaben zu bewältigen. Und der Umgang mit Medien ist gleichermaßen zu einer Entwicklungsaufgabe geworden. Also beide Richtungen. Und das nur vorweg. Ich versuche jetzt gleich die einzelnen Punkte noch mal ein bisschen in den weiteren Folien zu schärfen. Also wenn wir uns mit der Medienerziehung beschäftigen, wieder auf die andere Seite, beschäftigen wir uns mit dem Teilbereich der Medienpädagogik, der sich mit den Erziehungs- und Bildungsaufgaben auseinandersetzt, die aus der Nutzung von Medien resultieren. So könnte man das wirklich ganz knapp zusammenfassen. Und da steht nochmal das nochmal als Hinweis, so als Erinnerung für Sie, dass ich eben gerade schon sagte, dass wir es da mit einem relativ unscharfen Begriff zu tun haben, der übrigens sogar auch in der Fachliteratur unscharf verwendet wird. Also Medienbildung und Medienerziehung geht manchmal durcheinander. Das nochmal mit dem grauen Hinweis. Und das Intentionale muss man sich jetzt nicht unbedingt vorstellen, dass das nur immer absolut zielgerichtet passiert, sondern es gibt auch, ja, auch da sind die Margins sind durchaus fuzzy. Ja? Also durchaus gibt es da so Unfeinheiten. Zum Beispiel kann Teil der medienbezogenen Erziehung auch sein, wenn Eltern sich zum Beispiel entscheiden, reflektiert oder unreflektiert, ein bestimmtes Mediengerät zu erwerben und ihren Kindern zu schenken. Ist auch Teil der Medienerziehung und mehr oder weniger intentional. Und natürlich gehen, also richtig intentional wird es natürlich, wenn die Bemühungen der Eltern jetzt in diesem Fall oder auch Bemühungen von Lehrerinnen und Lehrern beispielsweise gezielt mediale Inhalte unterstützen, beispielsweise dabei sind, ihre Kinder bzw. Schülerinnen und Schüler anleiten, da wird es natürlich dann entsprechend intentional. Aber Sie merken, auch da ist es nicht ganz so trennscharf. Nur um so ein bisschen von dieser Idee der Definition, denn man könnte das entsprechend leicht definieren, funktioniert wahrscheinlich nicht. Was aber gelingt, ist, und wenn man jetzt die wesentlichen Erkenntnisse der beiden letzten Vorlesungen zusammennimmt und damit gleichzeitig auch eine Basis für die weiteren Ausführungen, wir werden uns ja in den weiteren Wochen dann über das Lernen über Medien und das Lehren und Lernen mit Medien befassen, dann kann man nochmal hier an der Stelle zusammenfassen. Es geht zunächst mal um die Bildung einer handlungsfähigen Persönlichkeit. Das ist die Zielvorstellung. Und der Maßstab ist natürlich, und deswegen war es mir so wichtig, auch in der letzten Woche und jetzt auch heute nochmal die gesellschaftlich-kulturelle Medienentwicklung auch darzustellen, Maßstab ist natürlich immer die aktuelle gesellschaftliche Entwicklung, die aktuelle gesellschaftliche Situation in Bezug auf Medien und aber auch auf unseren Umgang damit. Also wie wir entsprechend wollen, wie wir mit den Medien umgehen. All das spiegelt sich natürlich in Medienerziehung wieder. Und da haben wir wieder dieses dynamische Verständnis, das ich Ihnen in der Vorlesung über Sozialisation auch vorgestellt habe, dass wir generell diese Interaktion haben zwischen Umwelt und Individuum und dass es niemals ein einseitiger Prozess ist. Und natürlich dann den entsprechend hohen Einfluss des von Medien für den Sozialisationsprozess und für die Erziehung
beziehungsweise des Mediensystems. Aber nicht nur von Medien, das hoffe ich ist auch klar geworden durch die letzte Vorlesung, sondern eben auch mediale und digitaltechnische Prinzipien, also dem, was in Medien, in Technik eingeschrieben ist, worüber wir uns gerade unterhalten. Und, dass wenn man das alles zusammennimmt, dass das eine Entwicklung ist, die über den gesamten Lebenslauf hinweg erfolgt. Also eben nicht nur mit Ziel auf Kinder und Jugendliche. Und wenn man das alles zusammennimmt, dann versteht man nochmal deutlicher, warum ich bereits in der Veranstaltung, in der es um die Sozialisationsinstanzen ging, gesagt habe, dass die Medien etwas sind, was quergelagert ist über die Instanzen. Also eben nicht nur in einer bestimmten Instanz, so wie es ursprünglich, das ist eine alte Grafik von Hugelmann, ursprünglich im Tertiären, in der tertiären Instanz, also relativ weit weg, sondern tatsächlich instanzenübergreifend. Und das hat zwei Gründe. Das eine ist ein chronologischer, also man kann nicht unbedingt die Mediennutzung chronologisch entsprechend verorten, und es, weil sie natürlich auch in hohem Maße abhängig ist von den Einstellungen, von den Erziehungsstilen der Eltern, dazu sage ich auch gleich noch ein bisschen mehr, sondern eben, weil sie auch, und das hatten wir schon diesen Punkt, das ist der zweite Punkt, weil sie natürlich auch in allen Instanzen präsent sind. Sie sind vorhanden. Wir haben Medien natürlich in der Familie, auch das gucken wir uns gleich noch genauer an. Und zumindest auch, naja, die Schulen sind leider noch nicht ganz so gut ausgestattet, aber zumindest in einigen Schulen gibt es schon das eine oder andere Medium.